Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 1. In der letzten Folge sind wir hier im Ork-Tempel stehen geblieben. Und ja, wir haben jetzt unsere Skelette außer Dienst gestellt. Ich hoffe, dass wir jetzt da durchkommen. Also gut. 1, 2, 3. Hey, das Spiel ist nicht abgestürzt. Super. Das finde ich toll. Komm, das finde ich schwierig. Wow, wo kommt der Ork her? Da stand doch gerade eben, als der reinkam, nicht. Okay, ich will mich nicht beschweren, wir gehen einfach mal weiter. Der Metallmagier. Das ist unfair, wenn der als ein Gegner spielen wird. Okay. Die haben wir gekillt. Ich würde sagen, wir speichern hier erstmal dafür, dass wir es geschafft haben. Und gehen einfach mal weiter rein. Denn wo sind wir hier? Da steht jemand. Wir gehen mal weiter. Neuer Tagebucheintrag. Sieht aus wie ein Ork-Schamane. So ein untoter Ork-Schamane. Verdammt. Sterblicher, du wagst es, meine Ruhe zu stören? Bereite dich auf das Ende vor. Fragt sich nur, wessen Ende, du wurmzerfressener Fleischklops. Au, 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 was auch immer er macht, das ist echt nicht fair. Ich glaube, aber das ist pure Käse. Konnten die wenigstens daran hindern? Ja, es war Pyrokinese. Wir brauchen seinen Weltenspalter, ein altes Schwert. Seinen Stab nehmen wir einfach mal mit, weil er cool ist. Da liegt eine Spruchrolle. Was ist das für eine? Ich habe noch eine Untotenvernichtenrolle, Leute. Der hat eine Untotenvernichten-Ding hier gelassen. Oh, oh. Alter Schwede. Oh, oh, geil. Das wusste ich jetzt nicht. Ich entdecke jedes Mal, wenn ich Gothic spiele, irgendwas Neues. Wir können den Eispfeil nicht ausrüsten, aber wir könnten mal weitergehen. Er hat uns die Tür zugemacht. Aber wir haben da einen sonderbaren Stein, in dem wir diese komische Klinge, die nichts mehr nützt, reinstecken können. Die Klingen sind wichtig, deswegen solltet ihr solche Klingen haben. Also ihr werdet sie kriegen hier in dem Tempel. Behaltet sie. Nein! Oh, du Vollpfosten. Oh, oh! Oh, ich hasse es, mit Akrobatik hier hochzukommen. Okay. Wir probieren es hier. Erstmal hier den Untoten vernichten Zauber. Sollte nicht runterfallen. Runterfallen wäre jetzt eine ganz doofe Idee. Untoten vernichten, einfach klasse Zauber. Der hat auch nur Crush Karok. Wir speichern hier schnell mal dafür, dass wir hochgekommen sind. Da ist ein Ork-Schamane geschworen. Ein weiterer. Sterblicher! Deine Reise endet hier bei mir.
Erstmal schicke ich dich auf eine neue Reise, verfaultes Madenparadies. Ich kann die nicht auswählen. Er blitzt mich hier kaputt, Alter. Ey, der blitzt mich, wo ich zuschlagen kann. Mein Glück hat das nicht gut genug geschafft. Wir haben die Zeitenklinge, wir haben Blitz, wir haben Schabernack. Jetzt gucken wir uns mal die Stäbe an, weil die haben so lustige Namen. Die machen einfach gar nichts. Krachtenack und Schabernack. Der hat hier einen geilen Blitz. Den würde ich gern ausrüsten, weil dann brauchen wir den. Den Eisblock benutze ich eh nicht. Heilung lassen wir mal drin. Wir benutzen einfach mal den Blitz hier. Er gab uns eine weitere Klinge. Wir brauchen den Raum hinter uns nicht erkunden. Andernfalls werden wir da drin gefangen, müssen die Klinge benutzen, um uns wieder rauszuholen. Alter, was? Lass dich erschlagen, du Ork. Der Blitz hat mich selber gekillt. Blitzresistenz plus. Wir brauchen schnell mal. Was haben wir da? Orkischer Talisman. Schutz vor Feuer. Stärkebonus. Scheiß auf 5. Scheiß auf Schutz vor Feuer. Stärke. So, so passt. Jetzt sind wir nochmal ein bisschen stärker geworden. Wartet. Trink der schnellen Heilung. Okay, das verstehe ich nicht, aber okay. Einmal 70, einmal 30 und wir sind voll ausgerüstet. Wir saufen noch schnell einen 100er Heiltrank. Brauchen wir uns nicht wie das Mana versauen, um hochzuheilen. Ich bleib lieber bei Untoten vernichten, weil die funktioniert wenigstens, die Rune. Jedenfalls bei den Tempelwächtern. Ich sammle jetzt nicht mit der Waffe ein, die die so mit sich rumschleppen. Da drüben sind... Wer ist das? Gorboba? Temple Nightcrawler. Wir ziehen unser Schwert. Wir nehmen die Temple Nightcrawler auseinander. Die haben Crawlerzangen. Panzerplatten. So, jetzt weiß ich nicht, wo müssen wir hin, was müssen wir machen, wie kriegen wir die Tür auf? Hier haben wir ein Schlachthaus. So wie es aussieht. Das ist eher so eine Schlacht. Eine Schlachthalle. Schieße mit einem Pfeil dagegen. Keine Wirkung. Vielleicht auf Entfernung? Auch nicht. Okay. Da ist so ein sonderbarer Stein. Ich laufe jetzt hier mal außen rum. Auch hier kein Anhaltspunkt, wie wir da reinkommen. Das ist ein bisschen das Verwirrende an dem Tempel. Gibt so viel, was verwirrend ist. Da steht Gorboba. Verschwinde! Du bist hier nicht erwünscht! Willst du mich aufhalten? Ja, ich werde dich aufhalten, damit du Meister Kalom nicht von seinem Vorhaben abhalten kannst, den Schläfer zu erwecken. Versuche nicht, mich anzugreifen. Der hohe Priester hat Meister Kalom und uns anderen einen Teil seiner Macht verliehen. Wir sind nun unsterblich. Ich kann dir zeigen, wie unsterblich du bist. Mache dich bereit, deinem Schöpfer gegenüberzutreten. Anfänger mit zwei Hand, aber trotzdem unsterblich. Achtung, unsterblich. Wie unsterblich bist du nun? Gorboba.
Was soll's, jetzt müssen wir uns überlegen, wie kommen wir da durch die Tür. Wir haben keinerlei Hebel, wir haben keinerlei Anhaltspunkte, wir haben nur einen Haufen Unsinn hier. Wie kommen wir hier rein? Soll ich mich da draufstellen oder was? Schon lange her, dass ich das gespielt habe. Ich kann mich durchcheaten, aber ich will nicht. Ich wisch's jetzt einmal so. Ohne Cheats einfach mal hier. Okay, dann rüsten wir doch einfach mal einen Bogen aus. Nimm doch mal unseren krassen Wolfsfetzer. Passiert nichts, keine Wirkung. Dagegen springen hilft leider auch nicht. Nun gut, erkunden wir mal die Höhle da unten. Vielleicht haben wir da unten einen Anhaltspunkt. Ich wage zu zweifeln. Ein rostiges Schwert. Okay, ich glaube, unser Skelett ist hier an dem Minecrawler hier verstorben. Ziemlich dunkler Haufen da unten. Ich zünd mal eine Fackel an. So. Ja, natürlich. Verdammtes Viech. Wir sind woanders rausgekommen. Okay. Nö. Das hat funktioniert. Puh. Ich habe mich ein bisschen erschreckt, aber okay. Hier rauskommt, kommen wir anders raus. Aha. Arena. Es ist Arena. Der Mensch gegen die untoten Skelette. Und vernichten. Tempelwächter. Wie kann man die Höhle finden? Es legt einfach alle Untoten One-Hit weg. Alles klar, ich sehe schon. Ah, ein Skelettkrieger ausgeschlossen. Dich erschlage ich auch durch dieses Ding. Okay, suchen wir Anhaltspunkte. Wir haben 3 Steine. Wahrscheinlich nur einer von ihnen erweckt den komischen Ork. Ich speichere schnell. Denn wir sind nun an einem weiteren Checkpoint angelangt. Wie kannst du nicht benutzen? Falsch. Wir haben jetzt einen niederen Dämon gegen uns. Leider haut den niederen Dämon ziemlich hart rein, dafür, dass es nur Dämonen sind. Wir probieren den Stein. Hatten wir Erfolg? Nein, hatten wir nicht. Wir können sich hier raus teleportieren. Der hat sich hier zusammengeschlagen.
Alles klar, er stirbt einfach so. Wir haben ihn nicht mal berührt und er stirbt. Wir drehen den letzten Stein. Super. Na super. So, da bin ich wieder in... Ja, das Spiel ist gerade abgestürzt, als wir den Stein hier drehen wollten. Wir probieren es jetzt nochmal in der Hoffnung, dass es funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Was tue ich machen falsch? Was mache ich falsch? Du bist nicht mal in meiner Nähe gewesen, Kollege. Muss ich erst alle drei drehen oder was? Dass zweimal Dämonen kommen. Und erst beim dritten Mal kommt der Große da. Der Ork. Der Schamane, der Untote. Ich weiß es nicht. Nicht mehr. Okay, Leute. Jetzt speichern wir, bevor wir den letzten Stein drehen. Und jetzt. Ah, sehr gut. Das war's also. Ein Ungläubiger im Hort des Meisters. Verdammnis über dich. Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Das ging jetzt erstaunlich schnell. Und wir haben weitere Gegenstände erhalten. Und da, in den sonderbaren Stein müssen wir jetzt eine andere Klinge stecken. Es gibt für jede Klinge von diesen Ork-Schamanen, diesen Untoten, die haben ja so Klingen dabei. Gibt es immer einen eigenen Stein. Was liegt denn da? Blutschneide. Krass. Mein Rachestall ist cooler. Gehen wir weiter hier durch. Guck mal, ob wir was finden, außer die Skelette. Ah, noch ein Mein. Boah. Temple Crawler. Ich möchte aber nicht. Ich möchte wieder meine schwere Armbrust haben. Und damit können wir ihn einfacher wegschießen. Mit dem nervigen Bogen. Wir nehmen ihn natürlich gleich aus. Alles klar, wir sind wieder hier am Anfang. Wir gehen direkt wieder da rein und suchen unseren Weg. Wir haben schon drei dieser untoten Ork-Schamanen getötet. Meine Mom hat genervt. Sie weiß ja nicht, dass ich YouTube-Videos mache, aber pssst, Leute, verpetzt mich nicht, seid gute Zuhörer und Hörer. Verpetzt mich nicht. Wäre echt nicht cool. Okay, da ist so ein Stein. Aber was bedeutet dieser Stein? Kann man irgendwie so drauf schießen? Oder so drauf schießen? Bringt doch gar nichts. Die Tore hier sind immer noch verschlossen. Genauso wie dieses dort. Hm. Können wir da oben lang? Sieht so aus, als ob wir da irgendwo an einen dunklen Ort kommen. Okay, ich sehe gar nichts. Ja, wir kommen in einen dunklen Ort.
an ein Ende. Sackgasse. Schade. Okay. Durchsuchen wir nochmal den Schlachtraum. Vielleicht haben wir was übersehen. Irgendein Hebel, irgendein Schalter, irgendwas. Oh. Wir haben einen Schalter. Zur Hölle. Nochmal Rachestahl. Trank. Die Spruchrolle. Was ist das für eine Spruchrolle gewesen? Das ist ein Eisblock. Ich verstehe das nicht ganz. Aber gut, probieren wir mal was. Weg mit dem Kugelblitz. Leg an den Eisblock. 7. Okay, keinerlei Funktion. Vielleicht sind nun die Tore da drüben auf. Auch nicht. Scheint ja zu helfen. Ich möchte weiterkommen, aber ich weiß gerade echt nicht wie. Haben wir sonst noch irgendwo einen Schalter? Ich meine, jetzt haben wir hier das Teil aufgemacht. Wissen aber weder, was es bringt. Hinschlagen. Ich stehe vor einem Rätsel, Leute. Ich raff es nicht. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Aufgeben. Oder weitersuchen. Was hat das Ding hier zu bedeuten? Können wir von hier aus jetzt mit Bo mit der Armbrust da drauf schießt. Bringt das was? Ich treffe auch nicht. Ja, das ist jetzt ein bisschen leicht mies. Moment, Moment, Moment. Oh, ich dachte schon, das Tor ist auf. Oben irgendwas. Ja, gut, Leute. Ich bin sehr verwirrt. Ich möchte kurz was. Wir probieren es jetzt einfach so. Gucken mal, was passiert. Hier ist ein Teleporter. Haben wir hier drin Knopf? Irgendeiner wird das Ding scharf machen. Rot, grün. Gelb. Rot. Schwarz. Warum sind zwei Teile? Ich bin so verwirrt, Leute. Okay, wir probieren es jetzt einfach mal hier. Wir drehen mal an. Jedem Schalter nach, dem wir gespeichert haben und uns. Ja, ich würde sagen, da die Folge jetzt schon so lang geht und jetzt die letzten paar Minuten rumgeirrt ist, wofür ich mich entschuldige, aber ich habe schon ewig nicht mehr so weit gespielt. Ich habe mir vorher aufgehört, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Gothic 1. Bis dahin, auf Wiedersehen.